Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. In der letzten Folge haben wir diese blöde Errungenschaft freigeschalten, wo ich nur Schlüssel einsammeln durfte und wo ich Ewigkeiten für brauchte. Das freut mich sehr. Mir fehlen aber halt immer noch 8 Achievements, also eigentlich nur 7, aber trotzdem sind es 8. Und wir werden jetzt ein paar Eden-Runs machen. Eden kann ich halt so gar nicht, weil der wirklich mega random ist, der Dude. Aber wird schon passen. Was haben wir denn so? Wir sind stark auf jeden Fall von Anfang an und wir haben ein Schild von Anfang an. Unsere Lebenssituation ist auch ganz cool. Also wer Eden gar nicht kennt, für den kriegt man bei jedem gewonnenen Run, kriegt man einen so einen Eden-Coin. Und erst dann darf man Eden spielen und verbraucht auch diesen Eden-Coin. Davon habe ich irgendwie 400 irgendwas oder sowas, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Vielleicht auch nur 260, kann auch sein, keine Ahnung. Und der hat von Anfang an immer verschiedene Items und auch, also bei dem ist alles random, alles. Sowohl seine Leben. Also man kann mit nur einem blauen Herzen starten oder so, oder wie in unserem Fall jetzt mit einem roten Herz und ein paar blauen Herzen. Und auch die ganzen Items sind random und seine ganzen Attribute sind random. Alles ist bei dem random. Auch seine Haare, by the way. Wir haben jetzt hier irgendwie solche Mädchen, 80er-Jahre-Mädchen-Haare oder so. Das sind wir, Leute. Don't judge. Please don't judge. Ja, und das ist Eden. Und wir werden jetzt ein paar Eden-Runs machen, weil der eben random ist. Und wenn irgendwie auf dem Weg dahin, wo wir Eden spielen, irgendwann mal irgendwas kommt für eine Errungenschaft, das habe ich auch immer hier auf dem zweiten Bildschirm auf, was ich da so alles brauche, dann werde ich da natürlich versuchen, die Errungenschaften irgendwie zu bekommen, aber Hauptziel ist erstmal zu gewinnen mit Eden. Und ja, die Eden-Runs sind immer sehr, sehr merkwürdig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich am meisten als Eden verliere, weil der eben so random ist. Und ich freue mich, dass ich endlich wieder alles einsammeln darf hier. Richtig geil wäre jetzt ein Schlüssel, damit ich zumindest an diese Kiste da rankomme. Was haben wir hier? Ein blödes Herz, das ich nicht haben will. Bitte. Scheiße, ich komme da nicht mal ran. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bombe. Na toll, ich kann gar nichts machen. So absolut nothing. Ich krieg nicht mal ein Item. Ich glaube, dieses Herz war das, das einen hinterhergeflogen ist und man selber hat dann keinen Schaden mehr bekommen, wenn man getroffen wurde. Aber wenn dieses Herz getroffen wird, was hinter dir herfliegt, dann kriegt man Schaden. Deswegen ist das ein sehr blödes Herz, aber das Spiel ist nett zu uns und deswegen haben wir gerade ein paar Bomben bekommen. So, blödes Herz. Ich mag dich nicht. Bitte werde etwas Besseres. Pow. Pillen. Finde ich auch nicht gut. Bitte werde noch etwas Besseres. Pow. Oh, die Blankheart. Die Blankheart ist richtig gut. Vor allem, ich brauche die Blankheart auch für eine Errungenschaft tatsächlich. Habe ich ja eben angesprochen, werde ich auch so machen. Denn wenn ich jetzt noch eine Sun-Karte bekomme, dann könnte ich noch eine Errungenschaft abhaken tatsächlich. Ah, shit. Ah, shit. Oder wir sterben halt richtig schnell. Das kann auch sein. Ich habe nämlich noch eine Errungenschaft, warum auch immer, wo ich... Oh Gott, ziehen ein ganzes Leben ab. Ich hoffe dich. Wo ich eine Sun-Karte einsetzen soll, während ich eine... Während ich die Blankkarte habe. Also ich soll die Blankkarte einsetzen, während ich eine Sandkarte habe. So rum ist das vielleicht besser. Jetzt habe ich aber keine Leben mehr. Das ist natürlich richtig dumm jetzt. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen konzentrieren. Sonst kann dieser One sehr schnell in die falsche Richtung laufen. Und hier muss ja... Ja, genau sowas. Hier muss ja nur so ein starker Dude sein. Und dann bin ich schon am Arsch. Eigentlich finde ich aber richtig gut, dass wir hier diesen Succubus haben. Das ist der Succubus jetzt, oder? Ich verwechsle die immer, was jetzt der Succubus ist und was andere Sachen sind. Schwarzer Begleiter. Der macht Schaden, wenn er an den Gegnern vorbei gleitet. Aber... vielleicht holen wir uns hier mal irgendwas. Da kann ja mal ein Geheimraum sein oder so. Nö. Schade, Schokolade. Aber er verstärkt uns auch. Also, der hat so eine Aura um sich rum. Und wenn wir in dieser Aura sind, die sieht man jetzt in dieser Map nicht so gut. Ganz, ganz schwach. Wenn wir in dieser Aura sind, dann kriegen wir 1,66 Damage mehr. Das ist schon eigentlich ganz beachtlich, möchte ich sagen. Aber ich möchte mit meinem Volleyball-Thema jetzt noch nicht anfangen. Die Leute, ich werde gleich noch über Volleyball reden. Ich hatte da jetzt meine erste Stunde. Aber gerade habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt so ein bisschen frei rede, dass ich dann irgendeinen dummen Fehler mache und ganz schnell sterbe. Ich hätte richtig gerne Blind Tears. Cool. Okay, ich weiß nicht, was Blind Tears machen, aber die sind bestimmt ganz toll. Kann man damit durch Sachen durchschießen? Nö. Toll, wenn der mich hittet, bin ich halt tot. Ich setze lieber eine Bombe ein, das ist safer. Ich hätte auch einfach warten können, bis mein Succubus da lang gleitet, aber passt schon, wir haben ja genug Bomben. Ich möchte gern ein Leben haben, damit ich mit meinem Thema anfangen kann. Danke. Bitte, bitte gebe mir etwas und bitte spring nicht auf mich. Das ist nicht nett, wenn mich so ein großes Viech tötet. Nein, nein, nein. Geh einfach kaputt und gib mir ein blaues Herz. Warum kriege ich keine blauen Herzen? Spiel, bitte. Sonst gibst du mir immer, was ich haben will, wenn ich nur lieb drum frage. Und überall diese Special Edition hier. Die von Pokémon. die mich alle töten wollen hier. Ich will doch nur ein blaues Herz. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich,
Oh, okay. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da so ein Ding kommt. Ich glaube, ich suche mal ganz kurz nochmal den Shop. Denn mit ein bisschen Glück könnte da ja ein blaues Herz drin sein. Dankeschön. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts Gutes außer die Batterie. Aber dafür jetzt hier irgendwas aufsprengen. Nee. So, das blaue Herz erfüllt jetzt übrigens doppelten Zweck. Und zwar zum einen, dass wir natürlich nicht so schnell sterben, sondern wir Leben haben. Und zum anderen, dass wir sogar auf jeden Fall einen Devil Deal bekommen sollten, wenn ich mich nicht total behindert anstelle. Was ist das hier eigentlich für eine komische Map hier? Oh Gott, okay. Noch besser, dass wir ein blaues Herz geholt haben, denn dieser Gegner ist nicht so ganz nett. Also, mag ich nicht. Oh Gott, ich hasse diese Geister. Die haben mehr Leben, als man denkt. Und dann gleiten die... Oh, nö. Dann gleiten die alle noch so komisch. Oh Gott, wieso hat er ein ganzes Leben abgezogen? Das ist ja super uncool. Okay, den müssen wir jetzt mal ganz schnell töten. Da habe ich ja richtig Angst. Wieso hat er ein ganzes Leben abgezogen? Oh mein Gott, ich habe Angst, dass wenn er mich einmal trifft, dass ich dann tatsächlich sterbe. Er macht gleich einen Laser. Dann müssen wir ja richtig aufpassen. Da kommt mein kleiner Succubus. Succubus. Oh nein, ich habe richtig Angst vor seinem Laser, Leute. Richtig Angst vor seinem Laser. Ich habe richtig Angst. Ein Glück haben wir, sind wir in den Shop gegangen, sonst wäre ich jetzt nämlich schon tot. Okay, jetzt wissen wir aber auch, was die Blindtiers machen. Die machen anscheinend, dass er komisch drauf ist. Was macht er da? Stirb bitte einfach. Oh Gott. Okay. Wir kriegen einen Devil Deal. Okay, das ist auf jeden Fall ein Lebensupgrade. Das ist schon mal gut. Wir können also einen Devil Deal mitnehmen. Die Seven Sins. Nein, danke. Will ich nicht. Okay. Mann, wieso ist das wieder so knapp? Das finde ich voll scheiße. Okay, aber wir haben zwei Leben. Uns geht's gut, Leute. Uns geht's gut. So, ja, ich hatte ja am Donnerstag Volleyball. Meine erste Trainingsstunde. Weil ich ja endlich mal... Ich hatte mal wieder Bock auf einen Teamsport. Und deswegen habe ich mir gedacht, jo, Volleyball ist doch ganz geil. Lass mal machen. Jetzt war ich da beim Volleyball. War tatsächlich weniger aufgeregt, als ich dachte. Eigentlich bin ich ja voll der Soziophob oder so. Und mag das gar nicht, neue Leute kennenzulernen. Aber da hat... Also... Ich war schon nervös, aber nicht wegen den Leuten da, mit denen habe ich mich auch auf Anhieb gut verstanden, sondern eher, weil ich mich so gefreut habe. Also ich hatte so eine freudige Erregung in mir. Die ganze Woche, bevor ich da zum Volleyball gegangen bin, hatte ich immer so einen Kribbeln im Bauch, weil ich mich darauf gefreut habe, Volleyball spielen zu können. Blubdi-blub. Jetzt war ich endlich da und es war richtig geil, Leute, es war richtig geil. Das ist jetzt meine neue große Liebe. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu früh, das zu sagen, weil ich erst einmal beim Volleyballtraining war, aber das war, ich hatte so einen richtigen Thrill. So ein Thrill hatte ich, glaube ich, das letzte Mal in meinem Leben, als ich vom, na wie hieß er, von diesem Freefall Tower im Hansapark runtergefallen bin. Leute, wenn ihr da schon mal drauf wart, da hatte ich auch so richtig Adrenalin in meinem Körper und war danach minutenlang richtig, richtig aufgepumpt. Kann man sich vielleicht so vorstellen wie nennt man denn das? Fallschirmsprung. Ich glaube, das ist ungefähr dasselbe. Vom Thrill her. Vielleicht ist ein Fallschirmspringen noch heftiger, aber bei diesem Freefall Tower, da hatte ich auf jeden Fall richtig Adrenalin im ganzen Körper und das war jetzt bei dem Volleyball tatsächlich auch so. Irgendwann war ich einfach voll im Tunnel und wollte einfach nur den Ball oben halten und habe gleich schon in der ersten Stunde mich überall reingeworfen. Und das war alles richtig witzig, Leute. Aber ich hatte richtig krass Muskelkater danach. Ist mir beim Training gar nicht aufgefallen. Kurz danach, als ich abgeholt wurde und halt nichts Sportliches mehr gemacht habe, tat schon alles weh. Ganz vorne weg natürlich die Oberschenkel. Also die taten auch schon am ersten Tag wie gleich. Haben wir da schon gemerkt. Weil man beim Volleyball ja anscheinend alles aus den Oberschenkeln macht. Also beim Baggern hat mir mein Trainer da gesagt, immer alles aus den Oberschenkeln, immer alles aus den Beinen. Und nicht aus den Armen, wie das anscheinend ganz viele machen. Dachte ich nämlich auch, dass man das aus den Armen macht. Und ich dachte auch, oh, danke, kleine Fliege. Holz auf Stil, perfekt. Ich dachte, man macht beim Volleyball, beim Baggern, also das dieses von unten, wo man die Arme so zusammen macht und dann von unten baggern, heißt halt so, kennt ihr bestimmt. Ich dachte, das macht man mit den Händen, aber ist überhaupt gar nicht so, sondern man macht das mit dem Unterarm tatsächlich. War mir nicht bewusst, Leute, war euch das bewusst? Mir war das nicht bewusst. Oh, eine schwarze Kerze. Nehme ich auch mit. So, haben wir sonst noch irgendwas? Wir könnten den ja mal in die Luft sprengen, why not? Das hätte ich gern. Das Ding hier hätte ich gern, aber okay, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld. Hallo, kleiner Boss. Ach ja, war sehr schön. Wir haben 2 Stunden übrigens Training gemacht. 2 Stunden am Stück. War viel zu heftig für meinen Körper. Und ich habe jetzt, wie gesagt, den heftigsten Muskelkater meines ganzen Lebens einfach gehabt. Ich konnte einfach gar nichts machen. Vor allem auch an so Stellen, wo ich noch nie in meinem ganzen Leben Muskelkater hatte. Ich hatte im Po, in den Po-Backen Muskelkater. Keine Ahnung, habe noch nie mein Po trainiert. Auf jeden Fall da richtig krassen Muskelkater. Ganz klar auch in den Oberschenkeln. Also da... Übelst heftig, viel zu heftig, wenn man das so sagen darf.
Und ganz komisch, also auch am Arm natürlich, Unterarm und auch Oberarm und Schulter so ein bisschen, auch ein bisschen im Rücken und alles, weil, ja, ich trainiere halt sonst nicht, ne? Ich bin halt ein Lauch. Deswegen natürlich überall erstmal Muskelkater. Aber ganz komisch, in den Handballen, Leute. Also unterm Daumen und aber auch auf der anderen Seite. Da, wo das so ein bisschen fettiger ist bei der Hand. Und jetzt frage ich mich, ich habe auch gegoogelt, ob man da überhaupt Muskelkater haben kann. Also ich meine, meines Wissens sind da Muskeln. Zumindest sind da Sehnen. Also vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, dass ich meine Sehnen da irgendwie überstreckt habe oder so. Aber keine Ahnung, es tut halt nicht in den Fingern weh, sondern tatsächlich nur bei den Handballen. Aber beim Handballen ist halt gar nicht der Ball raufgekommen oder so. Also daran kann es nicht liegen. Entweder irgendwie Überstreckung oder sowas, weil mein Lehrer weiter auch, mein Trainer, meinte die ganze Zeit, ich soll meine Arme ganz, ganz weit nach vorne strecken. So richtig weit. Fürs Baggern. War schon anstrengend, Leute. Und dann habe ich das natürlich beherzigen wollen. Ja, jetzt tun meine Handballen weh. Das hatte ich noch nie. Wie können die Handballen wehtun? Also, Frage an euch. Kann man da Muskelkater haben oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Fühlt sich auf jeden Fall an wie Muskelkater. Und ich konnte auch den ersten Tag nach dem Training, was ja jetzt am Donnerstag war, also schon ein bisschen her, tatsächlich auch nichts wirklich greifen. Deutet irgendwie eher zu einer Zerrung oder sowas hin, oder? Oder zu irgendeiner Verletzung auf jeden Fall. Aber vielleicht nach Muskelkater, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für Schule irgendwie einen Stift halten und sowas, ging nicht so geil. War nicht so gut. Ja, aber macht mega Bock. Ich habe mega Bock auf das nächste Training. Werde mich da auch wieder reinhängen, dass ich hoffentlich nicht wieder so einen krassen Muskelkater bekomme. Das sollte ja jetzt beim ersten Training, glaube ich, der schlimmste Muskelkater sein. Und danach soll das dann immer weniger werden. Aber ich freue mich drauf. Auch so ganz viel verschiedene Trainings vor allem. Also so zum Beispiel, er hat eine Matte, so eine Minimatte, wie man das aus dem Schulunterricht kennt. Die, keine Ahnung, so 3 cm hoch sind oder sowas, hat er da hingelegt. Und dann sollten wir uns mit unseren Knien darauf setzen. Und ein anderer Spieler hat den Ball dann so ganz flach ans Ende der Matte gespielt, sodass man quasi derjenige, der mit Knien auf der Matte war, nach vorne hechten musste. Dann durch Baggern den Ball in die Luft katapultieren sollte und dann auf der Matte sich halt abfangen sollte mit den Beinen. So wie man das halt beim Tauchen macht. Und die Übung war, glaube ich, auch richtig gut dafür, dass ich dann später mich auch getraut habe, also schon in der ersten Stunde, den Bällen so richtig hinterher zu springen. Weil ich weiß noch, ich habe ja früher auch Fußball gespielt und war da auch ab und zu mal im Tor. Da habe ich mich sehr, sehr ungern nur hingeschmissen. Weil ich Angst hatte, dass ich mich da verletze und so, das weiß ich noch. Aber hier beim Volleyball hatte ich irgendwie gar keine Skrupel und es tat auch gar nichts weh. Also von daher, alles cool. Oh, was ich mir noch vorstellen kann wegen den Handballen, dass das weh tut wegen dem Pritschen. Kann das sein, Leute? Kennt sich vielleicht einer von euch aus? Leider hat keiner von euch geschrieben, ob er mal Handball gespielt hat, nur in der Schule und sowas. Aber keiner so richtig im Verein. Wäre ja ganz cool, wenn mich da ja mal jemand aufklären könnte, ob jemand genau dieselben Erfahrungen gemacht hat wie ich. Aber sowas haben wir zum Beispiel gemacht, ganz viele Bagger- und Pritschübungen natürlich, Aufschläge gemacht und ganz komisch, ich weiß nicht, also ich habe ja den Haikyuu-Anime geguckt, ne, da geht's um Volleyball, bla bla, das war ja auch, warum ich jetzt mit Volleyball angefangen habe irgendwie. Und da war irgendwie der Flatterball, also die Flatter... der flatte Aufschlag, sowas ganz krasses, was irgendwie keiner konnte und ein Typ da hat das dann die ganze Zeit trainiert und als er es dann irgendwann gekonnt hat, waren alle richtig happy und er auch und kein anderer konnte das und das war richtig heftig und krass. Und wir haben jetzt einfach in der ersten Stunde schon diesen Flatterball-Aufschlag gemacht. Also Flatterball heißt einfach, dass der Ball beim Aufschlag in der Luft so nach links und rechts flattert und sich quasi nicht dreht, sondern halt so ein bisschen nach links und rechts geht. Und der dadurch halt schwerer anzunehmen ist, weil man nicht weiß, wie wer jetzt kommt. Also man steht dann halt zum Ball hin und der bewegt sich dann nochmal so ein paar Zentimeter nach rechts und dadurch fliegt er dann halt anders, als man vielleicht dachte. Und das haben wir gleich in der ersten Stunde gemacht. Da wir Anfänger, also wir waren jetzt zwei neue Anfänger, die haben das noch nicht so gut hinbekommen, muss ich sagen. Obwohl ab und zu war da auch so ein Glückstreffer bei. Aber da waren auch noch, also wir waren jetzt zu viert und Trainer. Zwei neue und zwei erfahrene und die erfahrenen Leute, beziehungsweise der eine erfahrene, der konnte richtig geile Flatterbälle machen. Und wenn man den annehmen sollte, das sah so geil aus, wie der Flatterball da auf einen zugekommen ist, da hatte ich echt so einen markanten Eindruck irgendwie. Also ich glaube, dieses Bild bleibt noch länger in meinem Kopf, wie dieser Flatterball auf mich zukommt. Das fand ich schon ganz schön geil. Da war ich schon ganz schön gehypt irgendwie.
Oh, und dieser eine neue, oder nee, der eine, der da schon länger war, der ist richtig cool drauf und er klatscht immer ab und sowas und hab ich mir dann auch gleich abgeguckt und lobt mich immer, wenn ich coole Sachen mache. Das ist sehr schön, Leute. Gelobt werden ist ganz toll. Und da schmeißt man sich dann auch gerne den Ball für den rein. Also da, die Synergie zwischen uns ist auf jeden Fall sehr nice. Wir haben nämlich am Ende dann auch noch ein Spiel gemacht gegen die anderen beiden, also immer ein erfahrener und ein neuer. Und mit dem erfahrenen Typen, mit dem ich gespielt habe, der war richtig cool drauf, Leute. Richtig toll. Volleyball kann ich sehr empfehlen. Habe ich tatsächlich auch mehr Team... Ja, wie nennt man das? Teamgeist? Ich nenne es mal Teamgeist. Entwickelt als jetzt beim Fußball zum Beispiel. Ich finde es aber auch besser, wenn irgendwie die Teams kleiner sind. Ich glaube, wir waren jetzt zu zweit. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu klein. Eigentlich besteht ja ein Volleyball-Team aus 6 Spielern. Bin ich mal gespannt, ob ich dann auch noch klarkomme, wenn wir da wirklich zu 6 sind. Weil umso weniger Leute irgendwie ein Team sind, finde ich das besser. Zwar immer noch ein Team, aber ob 6 jetzt vielleicht schon zu viel sind, wird sich zeigen. Ob ich da dann immer noch klarkomme oder ob ich dann irgendwie so drauf bin, das kann ich mir nämlich vorstellen, dass ich dann so bin, ja, die anderen regeln schon, ich muss das ja nicht machen hier. Wieso mache ich das hier übrigens? Weiß ich auch nicht. Das hatte ich, glaube ich, damals auch beim Fußball. Da war mir das dann egal. War ich halt ein Verteidiger und dann, ja, wenn ich den nicht bekomme, dann bekommt halt der andere Verteidiger oder der Torwart den. Juckt mich doch nicht. Ich bin ja hier nicht der einzige Spieler, der alles machen muss. So war da irgendwie meine Einstellung. Und jetzt, wo wir halt zu zweit gespielt haben, da kam es halt wirklich auf jeden Spieler an. Und daher habe ich mich dann auch richtig reingehangen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es dann wird. Ich bin jetzt übrigens... Hier, das finde ich auch richtig cool. Mein Trainer, den ich jetzt da habe, der hat eigentlich an Donnerstag, wo ich jetzt Training habe, eigentlich gar keine Trainingsstunde. Das heißt, der geht jetzt extra für uns Neuen da an Donnerstag nochmal hin. Obwohl der, weiß ich nicht, 3 Trainingsstunden, also 3 Trainingsdoppelstunden ja sogar, in der Woche schon hat, die auch bezahlt werden. Und diese Trainingsstunde, wo ich jetzt da bin, die wird gar nicht für ihn bezahlt. Das macht er einfach so, weil, keine Ahnung, Leidenschaft und so. Richtig cool. Das ja, bestätigt mich nochmal, dass ich da auf jeden Fall mich auch nochmal reinhängen sollte für den Trainer schon. Weil der halt sein Herzblut da irgendwie reinsteckt. Und das merkt man auch. Was auch richtig witzig ist, am Anfang war ich so richtig kacke. Also da ist wirklich jeder Ball versprungen. Vor allem bei den Aufschlägen. Und dann hat Trainer und auch dieser eine erfahrene Spieler da mir immer Tipps gegeben. Und dann ging das danach wieder richtig gut. Also, ja, so Teamgeist und sowas ist da echt nett. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin ja jetzt, ja, ist halt kein richtiges Team. Und ich habe aber gesagt, dass ich auf jeden Fall kompetitiv irgendwann spielen möchte. Also auch gegen, ja, gegen die Bezirksliga hier oder sowas. Da möchte ich gerne rein und gegen Punkte und sowas spielen. Ah, ja, okay, da habe ich ein Leben verloren. War vielleicht ein bisschen greedy hier. Ja, aber ist okay. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob ich bei den richtigen Herren mitmachen darf später oder nicht. Weil es gibt ja so ganz viele verschiedene Gruppierungen hier. Einige, die machen das nur aus Hobby oder halt um fit zu werden. Aber ich möchte tatsächlich auch Spiele machen. Also nicht nur Spiele im Team selber, sondern auch gegen andere Teams. Das fände ich richtig töfte, Leute. Das fände ich richtig töfte. Das heißt, ich möchte mich da jetzt auch reinhängen. Hab mir auch schon Volleyball gekauft tatsächlich, der gestern angekommen ist. Aber der ließ sich leider nicht aufpumpen und jetzt ist irgendwie das Ventil da kaputt. Und jetzt muss der zurückgeschickt werden. Und jetzt muss ich wieder einen neuen bestellen. Voll doof. Ich will das voll ernst machen und so. Voll Ernte. Komme ich da nicht irgendwie rein? Das ist ja lame. Ach ja. Das ist ja alles toll. Ja, was haben wir sonst noch so gelernt? Dass man immer rufen soll. Das ist auch so eine Sache, die ich erstmal nicht so mag, glaube ich. Also, in meiner Realschulzeit hätte ich das wahrscheinlich überhaupt nicht gemocht. Da war ich nämlich richtig schüchtern, dass man immer rufen soll, wenn man den Ball haben möchte. Und das muss man schon machen, wenn der andere, also wenn der Gegner gerade aufschlägt und man merkt, ah ja, der Ball kommt zu mir. Also schon bevor der Ball überhaupt über das Netz geht, auf deine Seite, musst du schon sagen, ja, ich krieg den Ball. Damit dein Mitspieler halt weiß, yo, okay, dann laufe ich da nicht hin, dann laufen wir uns nicht über den Weg und alles cool. Und dann musst du natürlich auch zum Ball gehen. Aber da musst du halt natürlich auch immer rufen. Und das, ich glaube, in der Realschule damals hätte ich das so gar nicht gemacht. Laut gerufen, hier, ich hab ihn, bla bla. Ja, ich glaube, ich, wie gesagt, einfach die anderen machen lassen. Ja, ja, macht ihr mal, ich stehe hier so rum. Ja. Das ist so eine Sache. Und auch alles Mögliche. Alles Mögliche gelernt. Aber allein das Aufwärmtraining am Anfang war schon übelst anstrengend. Bin ich echt nicht gewohnt, so richtiges Training. Hatte ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr.
Mann, hör auf, du Blödkopf. Ich mag dich nicht. Und wieso geht überhaupt meine Devil die Chance hier weg? Ich verliere doch gar keine roten Herzen. Das verstehe ich nicht, Leute. Das verstehe ich nicht. Ich hab doch schwarze und rote Herzen. Und trotzdem ist meine Devil die Chance hier runtergegangen, wenn er mich getroffen hat. Ist ja super lame. Naja. Bisschen Damage up hier. Ist ganz geil. Ach ja. So. Achso, und noch eine Sache. Ich hab einfach mit Tennisschuhen gespielt, weil ich keine Hallenschuhe hatte. Und wenn ihr jetzt überlegt, will ich auch Volleyball spielen, dann nehmt auf jeden Fall keine Tennisschuhe. Tennisschuhe sind sehr, sehr unpraktisch für Volleyball. Ich weiß gar nicht, also die sind so ganz flach irgendwie. Die haben gar kein Profil und dann bin ich immer rumgerutscht und das ist überhaupt nicht gut für Volleyball, weil da brauchst du ja einen festen Stand, wenn du den Ball annehmen willst und so. Irgendwie nicht cool. Ich habe mich jetzt gefragt, ich habe ja Tennis gespielt. Auch in der Halle. Draußen ist beim Tennis auf jeden Fall so ein Gummidings. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich mit diesen Tennisschuhen überhaupt gespielt habe. Oder mit irgendwelchen Draußenschuhen. Aber in der Halle ist, glaube ich, Tennis so begrünt, oder? Also mit so einem Plastikgrün. Also nicht wirklich Plastik, aber so ein Stoffgrün. Aber weiß ich gerade nicht so genau. Und ich glaube, deswegen sind die so. Haben die kein Profil. Irgendeine Bedeutung hat das bestimmt, dass sie kein Profil haben. Aber sehr, sehr kacke für Volleyball in der Halle oder für allgemeinen Hallensport, kann ich mir vorstellen. Es sei denn, der Unterboden ist halt nicht so ein Wachsboden. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, Leute. Das heißt, ich muss mir jetzt neben Sportkleidung, die ich davor auch noch nicht hatte, auch noch blöde Volleyballschuhe kaufen. Richtig teuer alles. Richtig teuer. Ja. Aber vielleicht mache ich jetzt auch wieder mehr Sport, weil ich bin jetzt wieder im Sportverein seit Ewigkeiten. Das kostet irgendwie nur 10 Euro, mega gut. Und ich kann jetzt irgendwie in jeden Sportbereich, der hier in meinem Sportverein ist, auch reingehen. Für diese 10 Euro, ohne irgendwie extra zu zahlen. Heißt, ich könnte jetzt theoretisch, aber dreimal die Woche zum Volleyball gehen und ich könnte dann noch, aber Zumba machen oder so. Also dieses komische Krafttrainingstanzen und alles Mögliche. Und alles nur für 10 Euro, voll gut. Mega tolli toll. Also der Sportverein hier in meiner Umgebung ist schon echt cool. Und ich habe erfahren, ein Bruder von einem Freund von mir, der spielt auch Volleyball, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und der wohnt halt im Nachbarort und spielt tatsächlich auch bei den Herren. Also wenn ich jetzt ein bisschen trainiere und da in die Herrenmannschaft komme, dann könnte ich sogar gegen den mal spielen. Das stelle ich mir auch witzig vor. Dann werde ich einfach Freund mit dem Bruder meines Freundes, der ein paar Jahre jünger ist als der Typ, aber egal. Dann ziehe ich den ab. Ich, alter Knacker hier. Das wird alles toll, Leute. Ja, ansonsten, wenn ihr euch wundert, warum die letzten zwei Tage, also jetzt nicht wirklich die letzten zwei Tage, aber es kam zwei Tage kein Video. Das liegt daran, dass ich halt, wie gesagt, den einen Tag hatte ich Volleyball, danach hatte ich halt mega die Muskelkater und oh, mit diesen Handballen, mit diesem Muskelkater oder was auch immer das ist in den Handballen, ich konnte nicht mal einen Controller halten, das tat richtig weh. Maus ging in Ordnung, aber Controller zu halten, der irgendwie im Handballen so rumliegt und wo man dann mit den Daumen halt die Knüppel da bewegen muss, das ging gar nicht. Also Isaac zum Beispiel ginge überhaupt null. Ja, aber Muskelkater, Volleyball, bla bla, muss ich mich vorbereiten, ganz klar. Hab mir nochmal die Regeln angeguckt und so. Und vorgestern? Am Samstag? Freitag? Heute ist Sonntag. Am Freitag war Geburtstag meiner Omi. Und kann das hier The Sun sein? Nee, schade. Ace of Clubs. Ja, und deswegen kam da kein Video. Ich hätte ein bisschen vorproduzieren sollen, müssen, tun, aber hatte ich da noch irgendwie keine Lust zu. Deswegen kamen zwei Tage keine Videos, aber ist okay, nicht wahr? Die wurde irgendwie 80 und dann sind wir schön essen gegangen, schön Tapas bei einem Spanier, wo wir immer hingehen irgendwie. Da war ich irgendwie dieses Jahr auch, keine Ahnung, 10-mal oder so. Weil irgendwie die ganze Familie, wenn jemand Geburtstag feiert, haben wir irgendwie alle überredet. Also meine Familie hat die anderen Familien überredet, dass die alle zu diesen Spanier gehen. Egal wie weit die weg wohnen, ob die jetzt hier in der Nähe wohnen oder sonst wo. Die sind dann alle hierher gekommen zu dem Spanier in unserem Gebiet, weil der wirklich richtig geil lecker ist. Und der hat einfach den besten Wein. Also eigentlich hatte das schon Tradition, dass ich mich da an dem Roséwein betrinke, den es anscheinend nur für die Gastronomie gibt. Leider. Und eigentlich habe ich mich da wirklich immer an dem Wein betrunken. Aber diesmal nicht, weil ich habe gelesen, Alkohol ist ganz schlecht, wenn man Muskelkater hat, weil dann bringt der Trainingseffekt gar nichts. Jetzt ohne Witz, warum verliere ich immer meine Devil die Chance hier? Das ist doch kacke.
Das ist wieder ein bisschen hochgegangen, aber ich verliere doch gar keine roten Herzen. Habe ich irgendein blödes Item, das das macht? I don't know. Ist das hier eigentlich schon die Mom-Ebene? Ja. Okay. Ich habe übrigens, ich muss mal überlegen, wo ich überhaupt hin will am Ende, weil ich habe ja jetzt eigentlich kein Ziel. Ich glaube, wir gehen aber in die Chest, weil man da halt noch ein paar Items bekommt und Items machen den Run bestimmt interessant. Also das war zumindest am Ende nochmal schön stark, wenn man nicht ganz viel Pech hat. Heißt, ich gehe, glaube ich, in die Chest. Sonst könnt ihr mir gerne sagen, welchen Weg ich mal gehen soll. Als Eden hier. Weil da werden jetzt in nächster Zeit halt mehr Eden-Runs kommen. Und ob ich dann... Also ich möchte zumindest nicht frühzeitig den Run beenden, dass ich hier jetzt irgendwie das Polaroid mitnehme und dann nur Satan besiege oder sowas. Sondern ich möchte wirklich bis ans Ende natürlich. Also das heißt, entweder bis zu Mega-Satan, Delirium, weiß ich noch nicht, oder zu Blue Baby oder The Lamp. Ja, wir können das entweder immer abwechseln oder immer in die goldene Chest, damit man da ein paar Items bekommt oder sowas, ja. Was würdet ihr da am liebsten sehen? Das würde mich auch mal interessieren. Oh, shit. Ich stelle mich aber auch gerade ein bisschen dumm an, muss ich sagen. Ich verliere ganz schön viele Leben. Da, komm, stirb. Danke, gib mir das Ding hier. Ich bin langsamer als sonst. Also die letzten Mal, als ich so Isaac gespielt habe, auch privat, da war ich hier immer schon vor 20 Minuten. Ich bin ein bisschen langsam, muss ich sagen. Vielleicht können wir uns ja mal ein bisschen schneller hier durchfrummeln. So, komm. Ja! Machst du, ne? Wie meine Katze. Die schon saugroß geworden ist irgendwie. Was mir erst aufgefallen ist, als ich sie fotografiert habe. Man merkt das immer gar nicht. Ich meine, wir haben die jetzt 4 Wochen oder sowas und die ist einfach, ja, weiß ich nicht, so ein Drittel größer geworden oder sowas. Aber wenn man natürlich die jeden Tag sieht, dann fällt einem das gar nicht so auf. Aber die ist vom Wesen her jetzt schon ganz, ganz anders geworden. Am Anfang ist sie immer weggelaufen, wenn man zu ihr hingegangen ist. Und inzwischen begrüßt sie einen tatsächlich am Morgen. Das ist voll süß, wenn sie einen begrüßt. Dann gehst du ins Wohnzimmer, wo halt ihr Stammterritorium ist. Und die kommt dann richtig zur Tür hin und begrüßt dich. Das ist super knuffig. Ganz knuffig. Und sie hat den Fernseher jetzt inzwischen für sich entdeckt. Richtig witzig. Vor allem, wenn da halt so Fußball oder sowas läuft. Oder auch Volleyball oder sowas im Fernsehen. Dann will sie den Ball immer fangen. Das ist richtig süß. Und dann geht sie auch an den Fernseher ran. Schon ganz witzig. Aber so ganz vorsichtig, also ohne Krallen und sowas. Ist schon ganz witzig. Ich mag meine Katze. Die ist toll. Aber die ist so ganz anders als die Katzen, die ich davor hatte. Die haben irgendwie alle ihre eigenen Charakterzüge. Das ist echt, echt witzig. Und mein Hund kommt inzwischen auch viel besser mit ihr klar. Was ich aber sehr gut finde. Am Anfang fand er sie noch irgendwie sehr gruselig und sowas und hat ihr immer hinterher geguckt und was willst du blöde Katze, hat er sich gedacht. Und sie auch mal mehr oder weniger angeknubbelt. Also, ja, wie nennt man das denn bei Hunden? Ich will angefaucht sagen, aber das machen ja Katzen. Angeknurrt. Angeknurrt und angeknabbert. Also jetzt nicht so ganz böse, aber schon die Zähne gefletscht und so. Aber inzwischen lässt er ganz viel mit sich machen. Vor allem, die Katze findet das ganz toll, wenn mein Hund einfach wedelt. Und dann geht sie immer an seinen Schweif ran. Und der Hund macht einfach gar nichts. Er macht aber gar nichts. Selbst wenn sie sich an den Schweif ranhängt, dann macht er einfach gar nichts. Aber ich glaube, das tut ihm noch nicht weh, solange die Katze nicht an sein... Die für Dummies ist auch so eine Sache, Leute. Solange sie nicht an seine Haut da geht... ist das, glaube ich, ganz okay. Wieso haben wir jetzt so ein Doppeldings? Ach so, wir haben hier... Lol, was? Macht die Bookworm-Transformation, dass man ab und zu doppelt schießt? Warte, warum schieße ich den jetzt ab und zu doppelt? Hey, ich verstehe hier schon wieder gar nichts. Isaac ist so ein komisches Spiel. I don't know. 500 Stunden Spielzeit und ich raff's halt trotzdem nicht. Kein Plan, warum ich jetzt doppelte Sachen hier ab und zu schieße. Ich weiß aber allgemein nicht, was die Bookworm-Transformation macht. Ich schieb das jetzt einfach mal auf die Bookworm-Transformation, dass ich ab und zu mal doppelte Tränen verschieße. Wäre mir davor zwar nie aufgefallen, aber vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist das ja so. Ja, was sonst? Ich habe Hunter x Hunter jetzt angefangen, weil ich mit der zweiten Staffel Haikyuu fertig bin und die dritte Staffel ist noch nicht ganz ins Deutsche übersetzt worden. Du guckst deine Animes auf Deutsch mit deutschen Dub? Geht ja gar nicht. Doch, geht schon. Ich finde den deutschen Dub schön. Oh, ja, nehme ich mit. Und da sind sie aber, glaube ich, erst bei, keine Ahnung, 6 Folgen von 15 und deswegen warte ich jetzt lieber, weil sonst habe ich 3 Serien, wo die irgendwie mitten in der Hälfte noch am Übersetzen sind und das finde ich nicht cool, Leute.
Heißt, ja, ich warte mit der dritten Staffel Haikyuu, obwohl jetzt bald die vierte Staffel rauskommt, irgendwie im Januar, glaube ich, 2020. Und habe jetzt Hunter x Hunter angefangen, was ja irgendwie über 100 Folgen hat, wie ich das mitbekommen habe. Zumindest bei Netflix. Heißt, da habe ich jetzt erstmal zumindest mindestens einen Monat, denke ich mal, dran zu knabbern. Und der Anime gefällt mir bisher auch ganz gut. Die ersten beiden Folgen fand ich jetzt noch nicht ganz so geil, aber die dritte Folge, die hat mich jetzt schon überzeugt. Da sind die jetzt halt gerade irgendwie auf dem Weg zu dieser Hunter-Prüfung, sind sie auch in den ersten Folgen schon. Ja, und das ist wieder so ein Alle gegen Alle. Sowas finde ich immer ganz geil, wenn so mehrere Leute mit verschiedenen Fähigkeiten gegeneinander antreten, um irgendwas zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Also das gefiel mir schon damals bei Naruto ganz toll in der ersten Staffel, wo die dann da bei diesen Turnieren mitgemacht haben. Allgemein Turniere. Turniere finde ich richtig geil in Animes. Mega! Also ja, wenn... Hä? Okay, hier passiert ganz komische Sache, Leute. Wieso kam hier... Ach, hier war noch ein Knopf. Okay. Habe ich gerade schon gewundert. Bei Naruto, als sie da bei diesem Turnier am Anfang waren. Bei Dragon Ball Z finde ich die Turniere auch immer richtig geil. Bei My Hero Academia in der zweiten Staffel. Oder ist das schon die dritte? Ich glaube, bei der zweiten Staffel. Da gibt es auch so ein Turnier, wo die gegeneinander alle antreten. Und dann hat jeder seine Fähigkeiten halt und weiß, die einzusetzen und so. Oder auch bei, selbst bei so banalen Sachen wie bei, wie hieß es, mit dem Koch und so. Food Wars? Wie bei Food Wars, dann sind die auch mal gegeneinander angetreten. So, das finde ich mega cool, so kompetitive Sachen. Keine Ahnung, gucke ich mir gerne an. Und das ist jetzt halt bei Hunter x Hunter dasselbe, zumindest am Anfang. Ich hoffe, es driftet nicht später noch in diese One Piece-Sekte ab. Weil irgendwie die Hunter, um das mal aufzudröseln, die sind anscheinend dafür bekannt, dass sie Schätze und sowas jagen. Deswegen hatte ich auch am Anfang ein bisschen Angst, dass das so One Piece-mäßig wird. Aber anscheinend ist das zumindest am Anfang nicht so. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Folgen. Haben mir auch ganz, ganz viele Leute von euch schon empfohlen, dieses Hunter x Hunter anzugucken. Von daher, jetzt gucke ich es endlich. Wupp, wupp. Ja, sonst glaube ich nicht viel Neues in meinem Leben, in meinem Life. Oder? Nee, glaub nicht. Pow. So. Wie sieht denn dieser One so aus? Vom Schaden her könnte das noch ein bisschen höher sein, obwohl der ganz okay ist, wenn wir in dem Schokobo hier drin stehen. Ich habe seinen Namen vergessen, egal. Ja, Leben sehen gut aus. Was sonst? Fuck you. Unser Tears Up ist ganz nett. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Oh Gott, ich hasse euch. Hey, ich habe irgendein Item. Ah, ich glaube, mein Trinket macht, dass ich erst rote Leben verliere. Also dieses komische schwarze Herz da. Und danach erst die anderen Herzen. Hey, wieso sollte man das mitnehmen? Wofür ist das? Was bringt das? Das bringt ja dann nur was, wenn man nicht auf Devil Deals oder Angel Deals geht. Das bringt ja dann nur was, wenn man tatsächlich einfach nur überleben will, weil rote Herzen viel, viel unseltener sind als die anderen Herzen. Eine andere... Dann tauschen wir das mal aus, ne? Ja. Eine andere... einen anderen Grund dafür sehe ich nicht, warum man das mitnehmen sollte. I don't know. Hallöchen, nichts Gutes, dann will ich das auch nicht. Jetzt habe ich schon wieder keine Leben. Habe ich ein paar viele Leben verloren. Deswegen hasse ich auch diese Geister. Danke. Ja, was sonst? Ansonsten Cathedral, wieder eine Stunde aufgenommen. Am Ende kam wieder nur eine halbe Stunde dabei raus. Beziehungsweise noch weniger, ich glaube 26 Minuten. War ein richtiges Scheißgebiet. Die letzte Folge war richtig, richtig doof. Also dieses Gebiet war auf jeden Fall mega behindert. Ich habe dieses Gebiet gehasst. Das war so ein Giftgebiet. Und Giftgebiete in Spielen sind genauso kacke wie in Spielen so eine nach unten Schwertattacke. Hasse ich einfach. Wie die Pest. Wie die Pest in dem Level, in dem man drin ist. Und ich muss auch dringend mal wieder Mario Maker spielen. Ich habe eigentlich mega Bock, aber irgendwie bin zu faul, meine Switch anzuschließen. I don't know. Vielleicht kommt da irgendwann noch mal was. Apple Arcade müsste ich halt auch aufnehmen. Und Schule müsste ich ganz viel machen. Das zieht sich da auch mega hin, weil Bio ist irgendwie ganz komisch. Also Baustelle. Ich habe richtig viele Baustellen irgendwie gerade. Muss ich irgendwie alles mal ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Dass mein Leben in den Griff bekommen. Und bei euch so, Leute. Oh, ein blauer Stein. Pow!
Ah, oh, nur Schlüssel. Okay, ich hätte gern ein paar blaue Herzen bekommen. Das wäre ein bisschen netter gewesen. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit unseren Herzen. Vor allem jetzt in dieser Ebene, wo wir sind. Denn hier verliert man ja immer ein ganzes Herz. Ich könnte auch The Moon einsetzen, tatsächlich. Eine Sun-Karte brauche ich doch eigentlich nur. Dann hätte ich eine Errungenschaft. Gehört jetzt mir, der Typ da? Für immer? Hä? Wieso? Warum? Ich weiß übrigens auch nicht, was mein rotes Trinket macht, ne? Ah, fuck. Also diese rote Schokolade. Keine Ahnung, was die macht. Trinkets allgemein? Von richtig vielen, keine Ahnung. Warum habe ich denn den Typen jetzt hier? Kein Blassen. Ach ja. Wäre aber noch schön, wenn ich irgendwie zumindest eine Errungenschaft in dieser... in diesem Band irgendwie bekommen könnte. Dafür bräuchte ich nur eine Sun-Karte. Ich hätte vielleicht alle Karten kaufen sollen in den ganzen Shops, in denen wir ja schon drinne waren. Aber da war ich wieder ein bisschen zu geizig für. Pow, 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 aua. Okay. Wenn ich das hier so sehe, wünsche ich mir doch ein bisschen mehr Damage. Unsere Tränen sehen eigentlich so krass groß aus und man sollte meinen, dass sie ein bisschen mehr Damage machen. Vor allem, die vergiften ja sogar noch die Gegner, aber irgendwie... Nö, machen sie nicht. Ach ja, was sonst? Die Worlds laufen gerade von League of Legends, Leute. Guckt ihr die? Ich finde das sehr interessant. Also ich gucke zumindest ein Match am Tag. Immer das Top-Match. Oh nein. Okay, warte, ich setze Moon ein. Das ist mir zu riskant. Oh, und wir kriegen einfach den perfekten Raum, dass wir hier wieder volle Leben bekommen. Mega gut. Ich hätte lieber, ich hätte mein Spacebar-Item einsetzen sollen, um rauszukommen. Dann hätte ich nämlich eine doppelte Chance. Naja, ist egal. Hallo, da bin ich schon wieder. Tachchen, diesmal lasse ich mich nicht treffen von dir. Hahaha. Aber ein Leben und der hatte halt einfach noch volle Leben. Quasi. Das wäre mir ein bisschen zu riskant gewesen. Da habe ich keine Lust. So, hier, friss meine Bombe. Du Herz, du. Oder was auch immer du darstellen sollst. Pau, 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 pau. Wir sind so schwach. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr bei dem Succubus drinne bleiben. Haben wir zumindest ein bisschen mehr Chance gegen den. Was natürlich Gutes ist, oh Gott, dass wir, Hilfe, friss doch einfach die Bombe, scheiße. Dass wir Shielded Tears haben. Oh, jetzt muss ich aber doch wieder aufpassen. Denn Shielded Tears, wie ihr vielleicht schon seht, machen die ganzen Tränen weg, wenn man damit eine Träne trifft. Machen wir natürlich auch sehr viel weniger Schaden, wenn der jetzt hier die ganze Zeit seine, oh, Kacke spammt. Aber... immerhin sind wir so safe. Puh, okay. Wir werden trotzdem zu Isaac gehen, weil ich, wie gesagt, die Items haben will. Das dauert hier schon wieder mega lange, ey. 40 Minuten Runs gefallen mir halt wirklich so gar nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn man die Blank Card einsetzt, ohne irgendwas zu haben? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, es passiert einfach gar nichts, habe ich mir gedacht. Hätte aber ja sein können, dass er vielleicht auch die letzte Karte einfach in Erinnerung behält. Funktioniert das eigentlich nur bei Karten oder funktioniert das auch bei Pillen, frage ich mich gerade. Oder bei Runen. Oh, bei Runen wäre das ja richtig gut. Jetzt gib mir doch endlich The Sun. Ich möchte nur eine The Sun-Karte. Wieso kriege ich das nie zusammen? Oh. Das ist auch ein Mysterium. Also so einige Errungenschaften, die ich hier habe, hätte man meinen können, dass ich die irgendwann in diesen 500 Stunden Spielzeit auch irgendwann mal einfach aus Zufall hätte bekommen müssen. Aber nein. Also wie jetzt zum Beispiel dieses... Blank Card und The Sun einmal irgendwann einsetzen. Warum habe ich das nie gemacht? Das ist doch eine krasse Kombo. Verstehe ich nicht, Leute. So. Oder dass man 10 Tiers abpillen oder sowas bekommt, hätte man auch easy hinbekommen müssen. Oder dass man in 5 Betten... 5 waren das, glaube ich? Oder 10? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht 10. In 10... Oh nein! In 10 Betten rumgammelt. Jetzt ist aber blöd hier. Wir müssen jetzt mal einen Geheimraum suchen, Leute. Komm, gib mir einen Geheimraum. Danke. Bitte mit Leben drin. Vielleicht... Das ist ja doch schon irgendwie ein Leben. Fuck. Come on, Trinket, danke. Wir müssen jetzt alles mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Wir brauchen Münzen. Ein Glück können wir uns ja heilen. Ein Glück haben wir diese Möglichkeit. Oh nein. Ein Glück haben wir diese Möglichkeit, uns zu heilen mit Münzen. Dieser Raum gefällt mir absolut gar nicht. Hier, friss. Danke. Ab. Immerhin sind unsere Bomben stark. Oh Gott, der hat mich so töten können, dieser Raum. Okay, diese blaue Herze nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwar alle. Ja, alles hier schön aufmachen. Nirgendwo ist einfach was drin. Willst du mich verarschen? Gib mir Herzen. Oh Mann, wieso bin ich so schlecht in Isaac? Also am Ende geht es meinen Herzen immer nicht so gut. Liegt aber an mehreren Gründen. Erstens, dass ich nicht so lange Bock habe zu reden. Zweitens,
Nee, weiß ich auch nicht. Konzentration kann es eigentlich nicht sein. Denn in LOL kann ich mich ja auch easy peasy 40 Minuten konzentrieren, wenn ich will. Komm, gib mir ein Herz. Dankeschön. Okay, also unser Trinket ist gerade wirklich ein Lebensretter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hier schön ganz viele Bomben einfach einsetzen. Und die Bomben sind ja auch noch doppelt gut. Nicht nur, dass sie mega den Schaden machen, wenn sie treffen, sondern sie explodieren ja auch noch in normale Angriffe. So, ein Herzchen bitte. Nein, aber Judgment. Können wir ja einmal einsetzen. Wir haben genug Geld. Vielleicht gibt er uns ein Lebensupgrade. Gib her das Lebensupgrade. Gib her deinen Item. Oder sowas ist auch ganz schön. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Hm. Okay, wir spielen ein paar Mal. Warum nicht? Dankeschön. Ich meine, für irgendwas anderes brauchen wir sowieso das nicht mehr. Ach doch, wir könnten nochmal ein Judgment einsetzen, ne? Okay, komm, dann warten wir nochmal. Eventuell könnten wir mit der Blankard noch so ein Judgment holen. Wenn Judgment wirklich immer so ein Bettler ist, dann könnten wir jetzt richtig stark werden. War das vielleicht gar nicht so schlau, dass ich meine Münzen da vergammelt habe? Aber fast schon. Wer die Münze nicht ehrt, ist den Butler nicht wert. Ja, bitteschön. Okay, also da kommt anscheinend immer so ein Bettler raus. Heißt Butler Bettler? Eigentlich nicht, ne? Ich hätte dich gern trotzdem. Fuck. Will aber nicht nochmal reinlaufen. Ah, ich mache immer so doofe Sachen hier. So. Judgment würde ich wohl gerne behalten. Range up, ja. Hatten wir denn eine schlechte Range davor? Ich glaube fast nicht. Oh, danke. Danke, kleines explosives Würmchen. Bist sehr nett. Ich finde dich gut. Was haben wir? Oh, habe ich auch sehr nett. Ich möchte aber nicht gegen den Typen kämpfen. Ich möchte nur... Jetzt haben wir gleich keine Bomben mehr. Kann man da überhaupt gegen den Typen... Doch, da kommt so ein Typ raus, oder? Oder? Soll ich es ausprobieren, Leute? Kommt da so ein Engel raus, gegen den man dann kämpfen muss? Wait. Ich möchte es versuchen, keine Ahnung. Kriegt man da ein Item? Kriegt man da so ein Schlüsselteil? Also kommt auf jeden Fall so ein Typ raus. Zum Glück der einfachste. Ich glaube, der hat am wenigsten Leben von allen Engeln, die es so gibt. Habe ich zumindest das Gefühl. Es gibt auch so ein dunkelrotes. Der hat, glaube ich, am meisten Leben und der ist auch am nervigsten. Und der schwarze ist auch sehr nervig. Ich glaube, der rote ist am angenehmsten. Oder ich tausche mich und die haben einfach alle gleich viele Leben. Das kann natürlich auch sein. Ich habe immer noch kein Muster erkannt, wie man sieht, ob die jetzt diagonal oder so seitlich schießen. Ich glaube aber, das kann man auch erkennen, wenn man richtig hinguckt. Aber bisher passt das ja so. Kriegt man jetzt ein Item? Ah, man kriegt tatsächlich auch ein Schlüsselteil. Das ist ja höchst interessant. Höchst interessant. Höchst intelligent. Hallo Isaac, da bin ich. Und wo bist du? In der Mitte des Raumes und weißt, wo ich hin? Lass uns gegenseitig anweinen. Ich und du. Wir sind eins. Aber ich muss dich jetzt leider trotzdem vernichten. Das kann sehr, sehr lange dauern. Gegen Isaac, weil wir halt gegen seine Tränen, gegen seine schiere Anzahl von Tränen mit unseren Shielded Tears ankämpfen müssen. Aber so muss ich wenigstens nicht ausweichen. Das war auch ganz nett. Wird trotzdem sehr, sehr lange dauern hier. Na Isaac, wie geht's dir? Heulst hier vor dich hin? Was ist denn? Hat dich deine Schwester Maggie wieder ver... Au! Hallo? Das ist jetzt aber uncool. Wer hat mich da gehittet, hä? Ihr werdet alle sterben dafür, dass ihr mich gehittet hattet. War das so ein Querschläger? Ich glaube schon. Ich glaube, irgendwas anderes kann mich gar nicht hitten. Oder es war so ein Strahl von oben. Das kann natürlich auch sein. La la la, da 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 da. Isaac, bitte sterbe, bevor du mich nochmal hittest. Ich brauche diese Leben. Aber ich bin mir gar nicht sicher, was ich eigentlich... Gut ausgewichen, sehr gut, Eden, hast du toll gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich erhoffe in der Chest für Items. Denn Damage-Up wäre natürlich ganz geil, sonst bin ich aber eigentlich zufrieden. Sonst halt diese ganzen OP-Items, aber an sich. Wir brauchen halt kein Gabi-Item, weil bisher hatten wir noch keins. Wir haben auch noch kein Marm-Item oder sowas. Also für Transformationen brauchen wir gar nichts, weil wir halt irgendwie noch gar nichts haben. Die einzige Transformation, die wir haben, ist diese Bookform-Transformation. Und ich glaube, ich erkenne hier gerade ein Muster. Ist das so, wenn er auf der rechten Seite ist, dass er dann auch sich nach rechts teleportet? In die Ecke? Da müssen wir kurz darauf achten. Kannst du dich nochmal wegteleporten? Ich möchte... Na, jetzt ist er... Okay, er ist immer noch rechts. Geht er jetzt nach unten rechts? Ja, oder? Ne, unten rechts waren wir jetzt safe.
Okay, vielleicht gibt's da doch kein Muster. Vielleicht ist das alles random. Man sollte nicht in alles immer einen Sinn oder einen Grund suchen, nicht wahr? Wie lang dieser... Okay, aber er war jetzt wieder unten rechts. Und jetzt war man unten rechts safe. Ich erkenne ein Muster eventuell. Gosh, dauert dieser Fight lange. Komm, bitte sterbe. Und jetzt mach mich bitte ganz, ganz stark. Und gebe mir vielleicht noch eine The Sun-Karte. Das wäre richtig toll. Das ist sehr gut. Der Rest ist eher so meh. Na gut, ein paar Pillen holen wir uns noch. Pow! Health down. Ja, geil. Oh ja. Richtig gute Sachen hier. Ja. Number 2, warum nicht? Und die war, glaube ich, richtig schlecht. Okay. Können wir leider nicht rerollen. Ja, keine guten Items, ne? Au. Oh, ich habe... Hä, jetzt habe ich kein Leben verloren. Hä? Warte, warte. Ah, das Kreuz, das wir haben. Das ist gar nicht das Kreuz. Das ist ein... Das sind alle fünf... Fuck you. Das sind alle fünf... Hilfe! Okay, das ist ja mega dumm jetzt hier. Wieso habe ich dieses Diaper-Ding mitgenommen? Okay, das war dumm. Ich glaube, ich sterbe hier. Ich glaube, ich sterbe hier wirklich. Oh, shit. Ich bin tot. Oder? Das ist ja richtig dumm. Wir haben dieses Kreuz, das uns einmal einen Free-Hit gibt. Ich dachte, das ist dieses Relic, das einen alle fünf Räume mal ein blaues Herz gibt. Aber ist es gar nicht. Oh, oh. Oh, nö. Bitte töte ihn. Danke. Okay, wir kriegen ein Herz. Und wir holen uns ein Judgment. Bitte gib mir ein Lebensupgrade. Oh, kacke. Jetzt wird das hier doch nochmal spannend. Okay, danke. Vielleicht doch nicht so spannend wie gedacht. Gehe ich gleich in den großen Raum? Ja, komm. Hier wird schon kein krasser Scheiß sein. Aber wir haben kein einziges Damage abbekommen, nicht wahr? Vom Anfang an nicht. Wir haben einfach den Damage behalten, den wir von Anfang an hatten. Obwohl unsere Tränen größer geworden sind. Und diese Diaba ist halt richtig kacke. Dadurch kacken wir ab und zu random irgendwo hin. Das heißt, ich muss jetzt auf den Sound hören. Ja, wenn wir hier so hinkacken. Scheiße. Weil sonst treffe ich mich garantiert auch ab und zu mal selber. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ach, Dizzy. Denk einfach an die Krebs, die es gleich geben wird. Oh, lecker Krebs. Aber dafür musst du diesen Run schaffen. Wenn du hier versagst, kriegst du keine Krebs. Damit das schon mal klar ist. So, Mr. Boom. Möchte ich aber nicht mitnehmen. Nö, 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 nö. Ich habe immer noch... Nee. Wir machen das für Judgment und so. Ich habe immer noch die Hoffnung... OMG. Dass wir... Das war sehr schlecht. Scheiße. Kann man sich eigentlich rausbomben? Nee, ne? Fuck. Immer noch die Hoffnung auf eine Sun-Karte. Das ist jetzt aber hier richtig... Das ist ja jetzt, also... Scheiße. Kein Laser. Ach du Scheiße, der hat mich doch sowas von gehittet. Lass das doch einfach und stirb einfach. Stirb doch einfach! Du bist doch schon tot! Oh mein Gott. Bitte ein Herz. Scheiße. Fuck, was mache ich denn jetzt? Oh, kacke. Setz ich jetzt schon Judgment ein? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, oder? Komm, er muss mir irgendwas Gutes geben. Zumindest ein Herz. Fuck. Okay. Everything hurts. Okay, das hat er zumindest ein paar Herzen dazugegeben. Jedes dieser... Also wir haben jetzt keine Herzen mehr, aber die haben uns halt sowieso nicht mehr geholfen, weil mit dem nächsten Hit wären wir tot. Und an sich, wenn wir... Fuck. Wenn wir jetzt ein rotes Herz finden sollten, dann war das auf jeden Fall sehr viel besser, dieses Item da jetzt. Dann war das unsere letzte Rettung. Ansonsten aber auch so können wir jetzt öfters getroffen werden. Denn jedes Knochenherz zerbricht ja, wenn es jetzt einmal getroffen wird. Und macht dann sogar, glaube ich, noch Schaden, nicht wahr? Also da kommt dann so... Da kommen da so Knochen aus einem raus. Ich glaube, das hat uns jetzt aber wirklich gerade gerettet. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sicherer als eben. Ach du Kacke, ich will doch jetzt nur noch das Blue Baby besiegen. Dann haben wir es doch schon. Schon, nach einer Stunde hier. Okay, also ich muss dringend daran arbeiten, hier schneller durchzulaufen. Das war jetzt auch so ein Run, wo man, glaube ich, nicht
stark schnell wachsen konnte. Ich glaube, der Fehler war, dass ich dieses eine Trinket mitgenommen hatte. Oh, ein rotes Herz, toll. Dieses eine Trinket mitgenommen habe, wodurch wir richtig, also wodurch wir immer rote Herzen verloren haben, statt die anderen Herzen. Sonst hätte ich nämlich sehr viel mehr Devil Deals mitnehmen können. Und das ist, glaube ich, ein Key in diesem Spiel. Dass man Devil Deals und Angel Deals mitnehmen könnte. Weil dadurch wird man halt sehr, sehr schnell sehr, sehr stark. Also meines Erachtens ist die zweite Ebene tatsächlich auch die allerwichtigste. Also, dass man da nicht getroffen wird, auf jeden Fall keine roten Herzen verliert. Und dann seinen ersten Devil Deal mitnimmt. Meine Meinung. Wie seht ihr das? So sehe ich das. Das heißt, in der zweiten Ebene müsste man sich eigentlich am meisten konzentrieren. Und dann hoffen, dass man da einen guten Devil Deal bekommt. Und dann, von da an, läuft der One eigentlich immer richtig gut. Das snowballt man dann richtig gut. Aber wenn man die zweite Ebene verkackt, dann sieht das schon wieder nicht mehr so gut aus. Gurney, wenigstens ein einfacher Gegner. Dauert jetzt zwar auch lang, weil wir kein Damage haben. Diese fucking Diapa hier, wieso habe ich die mitgenommen? Das war, glaube ich, echt keine gute Idee. Da. Ja, klar. Er macht Schaden. Vor allem explodiert halt. Und er macht auch diesen Flächenschaden im ganzen Raum. Sag ich auch gar nichts gegen Diapa. Aber es ist halt kacke, dass man jetzt immer darauf achten muss, dass man nicht in seiner eigenen Bombe drinne steht. Mag ich nicht. Mag ich nicht, wenn man auf sowas achten muss. Lieber easy und einfach. Aber was ist denn jetzt der Boss? Ich will hier nicht so lange rumlaufen. Bisschen erstaunlich, dass ich bisher noch kein Knochenherz verloren habe. Was sind das denn? Die sind rot. Sind das dann welche, die einfach die ganze Zeit... Ja, die machen einfach gar keine Pause, ne? Diese roten. Einfach richtig... Richtig sauer sind die. Und die wollen mich hier einfach ganz viel... Oh, ganz viel anpfeifen. Aber ich pfeife euch gleich an hier. Oh ey, schon anstrengend, so eine Stunde hier Isaac zu spielen. Da bräuchte man halt echt den Chat irgendwie. Lalala. Wie seht ihr das denn? Würdet ihr Isaac gucken, wenn ich... Oh, warte mal, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen hier. Wenn ich das mal wieder streamen würde. Im letzten Stream hatten wir ja nur versucht, so eine Errungenschaft freizuschalten. Aber so Our Eden Ones. Würdet ihr euch die geben? Also ich finde Isaac auf jeden Fall... Mann! Viel angenehmer. Wenn man da noch irgendwie Leute hat, mit denen man reden kann. Vor allem, wenn diese Ones halt wirklich so lange dauert. Und man sich irgendeinen Scheiß aus den Fingern saugen muss. Vor allem, wenn ich jetzt so mega Hunger habe. Ich bin schon wieder mega am Sweaten hier. Stirb doch mal, wieso hat er so viele Leben? Da habe ich jetzt aber richtig viel Leben verloren. Das ist jetzt kacke. Wir können natürlich trotzdem noch 6-mal getroffen werden, bevor wir sterben. Also dieses eine Item war, glaube ich, auch wieder unsere Rettung hier. Wir hatten ein paar Rettungs-Items. Und ich glaube, jedes Mal durch einen Bettler, ne? Also die Bettler waren uns sehr wohlgesonnen hier. Und was lehrt uns das, Leute? Tut anderen gut und erntet nicht ihre Wut, dann läuft euer One und One, das weiß jedermann. Ja, irgendwie so, glaube ich. Wo ist der Boss? Wieso ist der so weit weg? Ich habe keine Bomben mehr, um das hier irgendwie schneller zu machen. Ist das alles nervig? Können die sich gegenseitig mit ihren Brimstones treffen? Also mich kann er zumindest treffen. Ich glaube nicht. Alle anderen können sich mit Brimstones treffen, aber die anscheinend nicht. Da ist auch schon das nächste Knochenherz weg. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Damit ich erst recht keine Leben habe beim letzten Boss. Immer nice. So, hi. Noch eine Fliege. Tja. Also die erhoffte Stärke in der Chest ist leider nicht eingetreten. Nee, also es gibt anscheinend Gegner, die immun sind gegen Brimstones. Zumindest sind wir hier den richtigen Weg gelaufen. War ganz schön langer Weg bis zum Boss hier. Krass. Sollten wir aber hinbekommen, das Blue Baby ist jetzt nicht so krass stark. Zumindest eine Winstreak von 1 dann. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh Mann, jetzt muss ich hier wegen diesen blöden Bomben, die aus meinem Arsch kommen, doch noch aufpassen. Das ist doch scheiße. Das ist doch schon wieder alles Dreck hier. Ja. Okay, das war ganz nett. Also wenn die Bombe da einfach rüber geht, ist das schon ganz nett. Warum kommt da eine Bombe raus? Wo kommt die her, hä? Ah, das wird auch wieder ewig dauern. Klapp, klapp.
Ja, war jetzt kein so richtig spannender One. Spannender One, ja, war richtig. Und die sind auch nicht so richtig stark geworden. Also, vom Spaßigkeitsfaktor gebe ich dem eine 3 von 10. Fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber diese Eden-Ones können halt auch wirklich in jede Richtung gehen. Noch mehr als die anderen Ones, wo man halt mit den Charakteren von Anfang an irgendwas macht. Weil diese Ones halt von Anfang an schon random sind. Aber ja, dann kann er halt auch manchmal so richtig kacke werden. Es gibt halt auch Eden-Ones, da startest du dann mit so gar kein Damage und am besten noch mit gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Also kein Tiersub und sowas. Schießt dann alle 2 Sekunden nur einmal. Dann ist quasi jeder One auch irgendwie eine Challenge. Oder eine Daily Challenge. Jeder One ist eine Daily Challenge. So kann man das vielleicht sagen. Die Haare haben mir auch nicht gefallen von Eden. Also Eden, da musst du auf jeden Fall noch drauflegen. Aber gut, Blue Baby zumindest besiegt. One geschafft. Und 53 Minuten. Ey, holy shit, viel zu lange. Wer guckt sich denn das bitte an? Zumindest ein Winspeck von 1. Sehr schön. Damit danke ich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.